Guten Morgen. Ich lese: Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich bin im Kapitel Haut, Haare bei Fußpilz angekommen. Und es geht um Medikamente. Und die Medikamente werden der Wirkstoffgruppe nach alphabetisch aufgeführt, und als letztes war dran Allylamine äußerlich, und jetzt geht es um Allylamine innerlich. Das Ganze findet auf der Seite 35 statt. Allylamin innerlich. Terbinafin hemmt das Wachstum von Hefepilzen, andere Pilzarten werden abgetötet. Terbinafin in Klammern Tabletten, geeignet bei hartnäckigen Fußpilzinfektionen, die mit äußerlich anzuwendenden Mitteln nicht ausreichend behandelt werden können. Das innerlich angewendete Terbinafin kann Studien zufolge Infektionen mit Fadenpilzen etwas bekämpfen als Tabletten mit Imidazolen. Bei Candida-Infektionen sind dagegen die Imidazole wirksamer. Bevor Tabletten zum Einsatz kommen, sollte deshalb auf jeden Fall eine Kultur angelegt werden, um das richtige Pilzmittel zu finden. Antipilzmittel zum Einnehmen gehen in einem größeren Risiko. Antipilzmittel zum Einnehmen gehen mit einem größeren Risiko für unerwünschte Wirkungen einher als solche zur äußerlichen Anwendung. Deswegen sollten Tabletten erst eingesetzt werden, wenn Fußpilzinfektionen mit äußerlich anzuwendenden Mitteln nicht verschwinden. Wichtig zu wissen: Da die Tabletten eine Leberentzündung auslösen können, sollte der Arzt während der Behandlung regelmäßig die Leberwerte überwachen. Wenn Sie Terbinafin einnehmen, können neben leichten Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit oder Verdauungsstörungen auch stärkere Begleiterscheinungen auftreten. Gelegentlich stören die Medikamente den Geschmackssinn. Auch wenn Seh- und Hörstörungen oder Gefühlsstörungen in Armen und Beinen einsetzen, wenn Müdigkeit, depressive Stimmungen, Verwirrtheit, Erregungszustände, Angstzustände und Panikattacken, Zittern und Gangunsicherheit auftreten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn solche unerwünschten Wirkungen auftreten, sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Der Wirkstoff kann Leberschäden verursachen. Treten Übelkeit, Erbrechen und/oder dunkel gefärbter Urin auf und ist der Stuhl auffällig hell oder färbt sich die Haut gelb, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Tabletten dürfen bei Kindern und Jugendlichen nicht angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollten die Tabletten sicherheitshalber nicht angewendet werden. 60 plus bei älteren Menschen. Bei älteren Menschen kann das Risiko für die genannten unerwünschten Wirkungen erhöht sein, wenn die Funktion der Nieren oder der Leber eingeschränkt ist. Das war Allylamin innerlich. Im Wesentlichen sind das Terbinafin-Tabletten, oder das sind die, die hier aufgeführt worden sind. Und es geht mit Amorolfin in Klammern äußerlich weiter. Tschüss.